Der Himmel ist dunkel, alles voller Rauch, rau. Ich glaube, ihr wisst, wo ich bin. Ich bin nämlich jetzt im Eschgebiet. In einem Gebäude hier, da steht Bar dran, da hinten hat still Rusty Picks. Pick. Rusty Pick, Entschuldigung, Leute. Eine Bühne mit Instrumenten. Ja, an diesem Ort wohnen wir alle schon verarscht. Mehrfach sogar. Fast täglich. Und jetzt gibt es was Besonderes für euch. Moin, Teletubby Zurückwinker, Schattenparker, Ödland Mitbewohner. Und ich bin heute mit einem kleinen Special für euch. Ja, die Rotze muss erstmal weggeschmissen werden. Aber so eine rote Tür, die eigentlich hier über Eck sein müsste, die kennt ihr doch. Ich glaube, ihr könntet vielleicht wiedererkennen diesen Raum hier. Okay, normalerweise ist hier keine Jukebox, sondern ein perfekten Kuchen könnt ihr euch da holen. Hier ist jemand anders, der uns immer verarscht. Da hinten ist so ein kleiner Raum, da können wir auch nicht richtig reingucken. Und hier ist eigentlich so eine Tussi. Die verarscht uns immer. Wir geben immer legendäre Scheine, die murmelt irgendwie sowas und gibt uns nur Scheiße. Ich habe den Wendigo dahingesetzt, weil es etwa so anhört, als wenn die alte Lady in Rusty Springs zu uns spricht. Ja, hier ist auch wieder eine Jukebox, aber normalerweise sollte hier ja der Verwerter stehen, wo wir die legendären Scheine bekommen. So, und jetzt geht es natürlich auch weiter. So wie wir es kennen. Ein dunkler Saal. Normalerweise ist der Fleischhaufen da drin, aber passt nicht. Er ist zu groß dafür. Okay, das mit den Wänden ist ein bisschen blöd. Ich habe gebastelt und gebastelt. Hier solltet ihr euch, glaube ich, auch auskennen. Ja, die Waffenwerkbank, die passt hier nicht mehr rein. Hier ist dann der kleine Nebenraum. Okay, hier habe ich kein Dach gemacht drüber. Hier sitzt auch jemand anders und klatscht normalerweise. Aber es ist nicht alles freigeschaltet hier bei den BTS. Hier sitzt eigentlich nochmal der Generator. So eine Maschine. Aber da habe ich gesagt, da bauen wir uns das gelbe Ding hier. Ja, einen Robot-Thron gibt es leider noch nicht. Deswegen muss die Dame hier Platz nehmen. Und hier auch der Wendigo, der musste für den roten Vault-Typen Anzug. Der Baseballschläger hier, Statue, die muss er erhalten, weil die Cola-Flasche im BTS auch nicht freigeschaltet ist. Aber ihr kennt das ja, wenn wir jetzt hier diesen Gang entlang gehen. Hier ist normalerweise noch dieser Automat mit den Prügeln, ist aber leider auch noch nicht freigeschaltet. Gehen wir den Gang runter, dann kommen wir da ganz unten hin. Wo dann die Werkbank ist. Wo dann wir denken, dass der Mann von der Murmel hier die Sachen fertig macht, die wir dann immer bekommen. Die nachtaktiven Nudelhölzer und Co.
also das wäre meine Nachbildung von Rusty X. Ja, Leute, das war's jetzt eigentlich. Und da ich jetzt Durst habe, muss ich Schluss machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch zum Abschied viel Spaß, guten Loot, dass ihr nicht so oft hier von der Alten da vorne verarscht werdet wie ich. Deine Bugs. Und bis zum nächsten Mal.